So, Freunde, was geht ab? Heute mal mit einem ganz besonderen Video. Und zwar haben ich und mein Bruder uns entschieden, heute einfach mal auf den Trödelmarkt zu gehen. Da waren wir nämlich schon ewig nicht mehr. Und wir wollen einfach mal gucken, was findet man heutzutage noch auf dem Trödelmarkt? Lässt sich noch Gewinn erzielen? Findet man hier Schätze, die man weiterverkaufen kann? Wir schauen uns das Ganze einfach mal an und nehmen euch einfach mal mit. Hier in Junkersdorf ist das Ganze. Du musst seitlich filmen, Kollege. Bis gleich. Was sind die Schätze, nach denen du heute suchen wirst? Tasten. Alte Videospiele, PS2, PS3, dann noch Star Wars, Pokémon, wird Profit gemacht. Und du? Schaut. Sie schaut nur, okay. Zeig mal. Jean Basquiat. Das sind geile Bücher eigentlich so für als Coffee Table Book. Der erste Kauf, zwei Bücher, zeig die mal. Basquiat und Harving. Okay. Auch richtig gut verhandelt hat sie. Nein, komm. Ja, das ist nicht zum Verkaufen, das ist ja für uns selbst. Das ist doch jetzt okay. Ja, ist okay. 30 Euro für die Komm, mein beiden. Gott, mein komm, Gott. Kannst du noch näher führen? Das ist wirklich mein Gott. Passt schon. Hier werden die Moneten getickt aus der Lacoste Bag. Ist mir auch egal. Also, das was jetzt wird das hier direkt nämlich wieder für 5 Euro mit einem Minus von 10 Euro weiterverkauft. Also ich muss sagen, mein Grundverständnis für Trödel ist bedingt. Ja? Aber ich weiß nicht, es gibt schon ein paar coole Sachen, so safe. Aber inwiefern man jetzt auch etwas findet, was man wirklich für mehr weiterverkaufen kann, schwierig. Ich glaube, das ist halt auch dann auf lange Sicht, ne? Wenn man oft auf Trödelmärkte geht, wird man immer wieder Schätze finden, weil man weiß ja nie, was kommt. Aber gut, wir schauen uns weiter um, ne? Ob hier noch ein interessanter Stand kommt. So, also wir hatten jetzt gerade da eine dicke Lego-Sammlung, Batman-Mobil, Star Wars, Minifiguren. Denke ich mal, dass das Ganze gut ist. Gucken wir jetzt noch mal gleich vorbei, wollen auch sogar verhandeln. Gehen wir jetzt mal gleich vorbeischauen, gucken uns das Ganze mal an. Ja, wir überlegen noch mal, aber wir gehen noch mal ein Ründchen, würde ich sagen, und dann weiter geht's. So, Lego wird gekauft jetzt hier. Komplette Sammlung. Ich denke, das ist ein bisschen Friemelarbeit, aber man wird auf jeden Fall etwas rausholen können. So, Freunde, die erste Beute. Zieht euch das rein. Das ist alles voll mit fucking Lego. Alles Mögliche am Start. Hier Figuren. Da ist alles Mögliche drin. Schaut euch das an. Insgesamt haben wir jetzt für alles zusammen bezahlt. Er wollte erst 200 Euro haben. Wir haben jetzt auf 165 runtergehandelt. Ja, und jetzt werden wir uns dann im Laufe der Woche zusammensetzen, alles sortieren, sauber machen, zusammenbauen und dann einfach mal schauen, was wir dafür noch bekommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das auf jeden Fall Profit bringen wird. Das habe ich mir jetzt auch noch gerade geholt hier. War auch ein guter Preis, 5er Holland. RDVs, super Ding. Eben noch dieser Ehrenmann von dem Lego-Stand und hat uns sogar das hier noch nachgereicht. Also, er ist uns sogar extra nochmal hinterher gerannt für diesen Super Mario hier. Der war noch im Preis enthalten. Und jetzt gibt es noch Currywurst, Pommes. Ich habe gerade noch von zwei Jungs erfahren, dass es hier wohl noch Dings gibt. Pokémon-Karten, da werde ich gleich nochmal vorbeischauen und erstmal wird sich jetzt gestärkt. Das waren diese Stände, wo man als Kind einfach nur ausgerastet ist, wenn es die irgendwo gab. Actionfiguren, Star Wars. So, mein Bruder hat jetzt hier noch so eine Star Wars Vintage Actionfigur geschossen. 10 Euro. Laut ihm würde die auf eBay auf jeden Fall wesentlich mehr geben. Der Verkäufer wusste das auch, aber wollte halt jetzt einfach das Ding loswerden. Schauen wir mal. So, Leute, wir sind jetzt soweit durch. Wir haben auf jeden Fall eine Ausbeute gehabt. Wie gesagt, das Lego, die Actionfigur, die ich euch eben schon gezeigt habe, und das Holland-Trikot. Jetzt kommt natürlich der spannende Teil, wo wir schauen, was wir dafür noch bekommen. Aber erstmal muss das natürlich alles nachbereitet werden, sauber gemacht werden, zusammengebastelt, sortiert. Und sobald das erfolgt ist, zeigen wir euch, wie es dann weitergeht. Aber das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, auch einfach dieser Vibe hier, Trödelmarkt, ist einfach geil. Und ich
denke, das machen wir jetzt öfters. So Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Wie ihr seht, haben wir schon die ganze Collection verteilt. Wir haben jetzt lange überlegt, was machen wir? Verkaufen wir das Ganze gemischt weiter? Machen wir uns die Mühe, das alles zu sortieren? Wir haben es jetzt schon mal auf eBay inseriert, da kamen schon die ersten Angebote rein, die auch schon gewinnbringend gewesen wären. Allerdings haben wir uns dazu entschieden, das Ganze doch jetzt erstmals lieber zu sortieren, weil wir glauben, dass man einfach doch noch etwas mehr dafür bekommen könnte. Ja, der Ronny hier hat auch am Anfang erst gesagt, er will das Ganze abstoßen. Allerdings hast du dich geirrt, oder? Habe ich mich geirrt. Auch der Experte macht Fehler. Gucken wir jetzt mal, wie es weiter vorangeht hier. Mittlerweile dunkel draußen. Wir sind jetzt so halbwegs durch. Wir haben jetzt uns dazu entschieden zu sortieren. Hier bestimmte Farben, wie ihr seht, rot, gelb, blau, grün. Hier die ganzen Figürchen, ne? Wie ihr seht, einiges aufgebaut, aber immer noch auch einiges für Bastler übrig gelassen. Die Fahrzeuge auch so mehr oder weniger halbfertig. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschieden, jetzt trotzdem den Leuten noch eine gewisse Überraschung zu lassen, um die Wühler auch noch, sage ich mal, heiß auf das Angebot zu lassen. Und wir haben jetzt gerade mal auf eBay abgecheckt. Geile Sneaks. So, auf eBay gehen nämlich hier so gemischte Tüten, sage ich jetzt mal, für gut und gerne mal 386 Euro weg. Wir haben ja, wie ihr wisst, 165 bezahlt. Was waren auch 30 Kilo, ne? Was da war jetzt auf eBay. Ebenfalls 30 Kilo, von daher denke ich mal, ist das eine schlaue Taktik. So sehen die Leute halt, okay, ein bisschen was ist auf jeden Fall am Start so, ne? Wie ihr seht, hier sind auch ein paar Markensachen dabei, ne? Hier Batman, hier übrigens auch ganz alten Scheiß so, ist wohl Lego, sieht man hier auch, ne? Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ansatzweise diesen Preis für bekommen, den die hier auf eBay dafür verlangen. Ja Leute, das ging jetzt schneller als gedacht. Wir haben es ja gerade vor circa 5 Minuten inseriert, hatten uns dann dafür entschieden, jetzt 230 plus Versand zu verlangen, also sprich einen Gewinn von 65 Euro draufzuschlagen. Vielleicht haben wir uns da sogar ein bisschen verkalkuliert und das Ganze zu billig angeboten, weil das Ding war halt nach 5 Minuten, wie ihr seht, hier verkauft. Im Endeffekt haben wir jetzt gerade kurz überlegt, so was wir jetzt machen, ob wir es wieder stornieren sollen, aber wir denken uns, komm, hat der gute Mann jetzt Glück, so wir haben unser Plus gemacht und haben einfach gezeigt, so fahrt auf die Trödelmärkte, holt euch den Scheiß und verkauft den, es funktioniert. Und wir haben das Plus eingesteckt, wir haben ja noch die Star Wars Figur, das Trikot, die zwei Bücher noch heute von heute Morgen, ne? Habt ihr auch gesehen, also von daher, ich würde sagen, wir verschicken das Zeug morgen, der Mann freut sich, wir freuen uns und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Trödel-Videos, Kameramann, zeigt kurz. Schreibt in die Kommentare, habt Bock da drauf. Ich sagen wollte, also wie gesagt, wenn ihr mehr von diesen Trödelmarkt-Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir hätten auf jeden Fall Bock davon noch mehr zu machen, weil das scheint wirklich zu funktionieren. Und haut rein, bis zum nächsten Video.